So, da sind wir wieder zurück und auf geht's zum, ich habe keine Ahnung, wohin gehen wir? Gute Frage. Ich nehme mal Quest an, aber müsstest du jetzt Das wäre eigentlich gut. Richtung vergessene Felder gehen? Das Schwert der geht. Feldern des Ach ja, Elends, so. Elends. Ach ja, der Genau. Farmspot damals schlechthin. Oh ja. Oh, wie oft wir Felder gelaufen sind. Zu oft. Wie viel Leben hast denn du jetzt? Alter, 2000. Müsstest du den Nahkämpfer machen? Gib mir Nee, einfach nee. deinen komischen Speer und ich werf den. Nein, nein, nein. Erkennen diese Monster Aber als bin ich Wild. froh, wenn wir Akt 4 durch haben. Ein bisschen Herausforderung. Ja, ich bin ja noch ein bisschen gespannt, ey, auf Belial. Er kann dich ja one-hitten. Also konnte er erst damals jedenfalls. Wahrscheinlich wird er auch schon wieder genervt. Damals weiß ich noch, wenn du da falsch in so einer Pfütze standst, warst du weg. Ja, man merkt die Heilung durch die passive Fähigkeit ordentlich. Geht gar nicht mehr runter jetzt. Ich glaube, die Passive nehme ich gleich raus, damit ich ein bisschen Leben verliere. Oh, Stufe 18. Ist die falsche? Kurz mal gucken. Tödliche Reichweite. Ah, ne, das mochte ich nicht. Weg. Woge des Lichts. Und mit Wall des Lichts. Warte mal, der macht doch jetzt Heilig-Schaden, ne? Wo sieht man das? Heilig, ja. Nö, ich will keinen physischen Schaden. Weg damit. Explodierende Hand, da war doch auch was. Wollte ich nicht tauschen. Wegen dem Angriff. Okay. Auch hier ist was Blaues. Hier ist irgendeine Kammer oder so, eine Das Höhle. ist aber die falsche. Ja, gehen wir nicht rein, oder? Nee. Aasfresserhöhle, die war scheiße. Aber warte mal, du hast doch gesagt, man könnte jetzt schon den Abenteuermodus spielen, ne? Ja. Und aber du hast auch gesagt, man muss Akt 4 durchkommen, um auf Meister zu spielen. Ja. Also kann man den Abenteuermodus nur auf Profi spielen jetzt, oder was? Weiß ich, so weit habe ich da jetzt nicht geschaut. Ich habe nur gesehen, dass die Story ab Akt 4. Aber ich denke mal, das wird dann genauso sein. Okay. Halt, dass Hardcore- und Softcore-Modus getrennt ist, ne? Naja, das war sowieso. Ah, du hast irgendwas gepult. Ja, mit Absicht.
Wie unauffällig der Baum da stand und direkt einen auf Fresse kriegt von mir. Dachte auch, die sehen mich nicht. Ach, guck mal, hier ist er. Oh, ich bin am Kämpfen noch hier oben. Yeah, Alter, 52. Bin hier durchgerusht. Direkt Stufe 19. Ich muss mal kurz mal gucken. Gleich, wenn wir an der Höhle stehen. Schön Massaker-Bonus rausgehandelt. So, Lichtblitz könnte ich eigentlich reinnehmen. Ich benutze die Heilung gerade nicht. Geblendete Gegner werden außerdem verlangsamt. Ja. Ach so, Omen des... Ach so, okay. Macht euch ein... Okay. Aber wozu? Ach so, Mantra. Mantra der was? Entrückung? Entrückung. Komisch. Was war das nochmal? Das waren so Auren, ne? Mantren. Mhm. Pass auf. Mantra der Entrückung. Aktiv. Euer Widerstand gegen alle Schadensarten und der eurer Verbündeten in der Nähe wird deutlich erhöht. Passiv. Euer Widerstand gegen alle Schadensarten und eurer Verbündeten in der Nähe wird erhöht. Also ist immer erhöht und wenn ich es aktiviere, nochmal deutlich erhöht. Ja. Okay, verstehe ich also richtig. Ja, dann hast du schon meinen ersten Support hier. Hast du jetzt so ein Mantra an, wenn ich es passiv drin habe? Wo denn? Mantra der Entrückung. Der wird unten angezeigt bei mir. Als Buff. Bei mir nur Stärkung. Dann ja, weil es bei dir sowieso aktiv ist. Ach so, okay. Na gut. Aua. Ein dunkler Zirkel hat sich in Oh, diese Strahlen. Ja, dann habe ich auch die Heilung drin gelassen. Ach ja, Magda. Die polnische Hexe, ey. Ehrlich. Scheiß Poller. Danke. Bitte. Immer wieder gerne. Ich weiß. Für alle, die dich nicht kennen, er meint es wirklich liebevoll. Ab und zu. Ja.
Ich red's mir ein. Hier hinten ist noch Gold, also eine Truhe. Bringt das Schwertstück zu Kane, ja, je nachdem, was der zahlt, ey. Ich muss zurückkehren. So, Mr. Deckard, bitteschön. Schwertstück und so. Okay, was habe ich da bekommen? Scheiße. Das nehmen wir. Das war's. Ich habe einen Diamant. Was macht ein Diamant im Kopfschutz? Abklingzeit aller Fertigkeiten. Ja, nehme ich erstmal rein, ne? Was soll's. Verkaufe ich kurz mein Stuff hier wieder. Reparieren, verkaufen. Was ist nicht möglich? Ach so. Ich gebe dir gleich, was nicht möglich ist. So nicht. Fertigkeiten. Gewitterfront. Das ist ein doofer Skill. Also mir gefällt das nicht. Passiv. Ach, die zweite Passiva. Schon Stufe 20. Und haben wir da. Wenn der Schaden zufügt, mindestens. Mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen. Und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Okay. Gesang der Resonanz. Okay, beeindruckt mich jetzt nicht so. Ich nehme mal das mit der Geisteskraft. Mein Kollege braucht das. Ich glaube so. Auch. Ja, man merkt es deutlich. Wohin geht's? Wieder zu den Feldern. Felder. Geht's um Überflug? Ach ja, oh Gott, ja. Der Tempel. Erinnerungen werden wach. Ja. Am Tempel war auch mein Farmspot. Ach schön, ich mag es aber am meisten, weißt du, wenn ich mich nicht vorher stundenlang irgendwo reinlese und, weiß nicht, die Theorie schon perfekt beherrsche und dann einfach wieder so ein Spiel anschmeiß. Einfach so rein ist immer das Schönste. Oh ja. Gar nicht groß da Gedanken machen drum. Gab noch eine Zeit, da haben wir Patch Notes dann mal gelesen, wie andere die Bild-Zeitung. Wie andere die Bild-Zeitung. Mir fehlt da ein Vergleich jetzt. Hier ist Tagebuch, Kollege. Wo? Hier. Ah. Im Sack. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Ihr da. Bitte. Ach, der Schuft. Link, wie hieß er nochmal? Lincoln? Ich meine ja. London. Lang, irgendwie so. Ja, komm, hör auf zu labern, mach auf. Ja, das hätten sie mal patchen. Also, weißt du, sowas kann man echt mal patchen. Aber patchen Sachen, die man nicht patchen muss, weißt du? Bin ja schon froh, dass der Tyrael da einigermaßen aus dem Arsch kam vorhin. Na, wo ist denn der Bossfight hier? Da hinten. Oh, du hast mir im Vollstun gehalten die ganze Zeit. Ja. Nicht schlecht. Ist durch meine Passive. Da habe ich ab und zu die Chance, dass der in so einem Knochengefängnis stecken bleibt.
Für 3 Sekunden oder 4. Ja, und dann kann ich den noch die ganze Zeit betäuben. Ja, nice. Zu einem bestimmten Satz. Mit mir kommen. Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Oh. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Aber das Spiel ist schon ordentlich gealtert, ne? Ja, so grafisch, klar. Also alter Schwede, ey. Schon alles ziemlich matschig. Damals war das ja wow, ey. Und eure Verlobte? Schuft. Ja, hat keinen Namen, er heißt Schuft. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Das werde ich nicht tun. Ja, Krypta der Urahn. Die eine und die zweite. So langsam glaube ich, wenn wir aus Akt 1 raus sind, sind wir 70, ey. Scheiße. Aber macht ja auch mal Spaß, einfach mal so ein bisschen zu metzeln. Ja, noch ist es Metzeln, ne? Ich meine, also wenn wir wirklich die ganze Story so durchkriegen sollten und dann in die Rifts, Grifts und so gehen, dann wird es auf Hardcore, glaube ich, ziemlich spannend. Ja, glaube ich auch. Ich habe mir auch den Anfang jetzt nicht so chillig vorgestellt, ehrlich gesagt. Obwohl, ich hatte ja schon 2-3 Momente. Tito. Mal kurz mal gucken, warte mal. Anziehen. Und Ring. Und Fertigkeiten. Reißender Wind. Einen Wirbelwind der Gegner in der Nähe. Kritischer Treffer verstärken, den muss ich mal angucken. Im Kampf oder was? Ach, hier. Aua. Wo bist du denn? Ja, meine Viecher, die haben mir einfach angepult. Na, dann sag doch was. Ich guck mir da alles an in Ruhe. Ja, mach doch. Na, warte. Ich kann ich ja nicht, wenn du kämpfst. Kann ich nichts machen. War ich denn jetzt Omen? Genau hier. Heilwirkung, dann hatte ich hier irgendwas. Okay, ist mir egal. Und was haben wir hier? Mantra der Vergeltung. Erhöht den Schaden, der Angreifern zugeführt wird. Passiv.
Ihr Nähe verursacht einen Teil oder wieder Heiligenschadenwende. Okay, ich nehme die mal. Vergeltungsaura. Und irgendwas war doch hier, genau hier. Rasender, reißender Wind. Ach ja, das deckt ja. Bis zu 3 Mal, ne? Weiß ich nicht. Ich meine ja. So, die hätten wir schon mal. Aber auf Kosten meiner Mobilität, ey. Ich probiere den jetzt mal aus, aber nervt mich schon, wenn ich nicht springen kann. Ja, aber so wichtig Mobilität halt in der Story jetzt nicht. Das nicht, aber ich bin es gewohnt, vom DH immer. Ja. Immer den Salto mit Flickflack drin gehabt. Mach jetzt mal nix, also viel Schaden macht die Scheiße nicht, ne? Angriff. Ja, und erhöht. Ja, ich mag Mobilität. Ich brauche das. Zack. So, was haben wir jetzt? 0 von 2? Nee, jetzt müssen wir die ja platzieren. Haben wir schon beide? Ja. Kann man echt nicht schwierige einstellen? Nein. Wir müssen erst Akt 4 abschließen. Ach, heje. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Oh Mann, naja, gut. Weißt du, so, sogar wenn ich noch nie ein Hack and Slay gespielt hätte, wäre mir das jetzt zu leicht. Zu machen. Durchrushen. Ja, machen wir ja schon. Du weißt ja, wenn du so weit vorprescht, ne, dann habe ich nichts von deinem Mantra. Ich würde sagen Schicksal. Ja, so war es damals nicht. Fick dich. Nein. Möchte ich nicht. Ich aber. Also okay, ich will, dass du das... Das ist eine Hammerwendung. Ich will, dass du das machst. Nein. Zur Erklärung ist zu spät. Okay. Einmal ausgesprochen zählt. Okay. Ich rede mir noch darüber und dann reden wir. Okay. Nimmst du die Kinder mit, ne? Nein. Okay. Nicht, wenn... Naja, lassen wir das. Ach, was habe ich diese sehr, sehr sinnvollen Unterhaltungen vermisst. Zu lange ist her. Und bei mir läuten wieder die Kirchenglocken. Dong, dong, dong. Ja, jetzt kommen wir irgendwo zu den überfluteten Kanälen oder was, ne? Hier ist ein Buch. Oben. Nee, das kommt erst mit den Kanälen. Das ist Akt 2. Achso. Hier ist ein Buch, habe ich gesagt. Ja, ich komme gleich. Achso. Da ist noch Kultisten töten. Achso, viel Spaß. Okay. Ja, gar kein Problem. Ich nehme Magda. Ah, ist schon weg. Was
meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben. Ja, ich glaube, dein Schicksal kann deine Mutter mit dir nicht teilen. Weil du blöde Sau Diablo bist. Hammer, ne? Die ganze Zeit, ey. So, ich hole mir eben das Buch und dann komme ich auch in die Stadt. Jo. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich spiele ein bisschen Portal.